Ciao Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Läuft. Und der Flughafen-Simulator ist leider irgendwie... Er funktioniert nicht mehr, es tut mir so leid. Daher muss ich das Let's Play jetzt leider gezwungenermaßen beenden. Es tut mir leid. Aber dafür habe ich mir natürlich direkt ein neues Spiel ausgesucht. Ja. Yeah. Wir spielen aber jetzt Hero Zero. Das läuft. Ich finde das richtig gut, ey. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, ich habe es mir noch nie angeguckt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt dieses Spiel hier... Mein Gott, was hat der nur für Ohren? Was zum... Ich bin ein Wichtel. Wichtel. Was zum Henker? Ah, sieht das scheiße aus. Das ist gut. Gefällt mir. Ja. Was mache ich hier? Ah. SpongeBob Schwammkopf. Alter. Was ist das? Was ist das? Nein, ich will das nicht spielen. Was ist das für ein Spiel? Warum muss das sein? Alter, was ist das für ein beschissener Dreck? Die sind alle so scheiße, ich kann mich für gar keinen entscheiden. Ich nehme SpongeBob. SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf. Alter, das ist so scheiße. Was ist das für ein Spiel? Was ist das? Ja, das nehme ich! Alter! Das mache ich alle kalt. Mein Gott, ey. Hashtag Monobraue confirmed. Oh mein Gott, ist das scheiße. So wie ich's... Ich finde, diese Braue hier sieht aus wie Bernd das Brot, findet ihr nicht? Ich finde, die sieht so... Muss man jetzt nur noch andersrum hinstellen? Boah, ist das scheiße, was ist mit diesem Spiel los? Ja. Access was? Das ist Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen. Was zum Henker? Was ist das? Wie das auch Accessoires sind, ne? So Warze und so ist ein Accessoire. Was ist bei diesem Spiel falsch? Das sind doch... Warum? Nein. Nein. Ich nehme mir den Zettel. Ich habe mir einen Zettel in den Hals gesteckt. Damit ich es nicht vergesse. Ich habe mir einen Zettel an den Hals gesteckt, dass ich einen Zettel am Hals stecken habe. Nase. Boah, ey, der hat so große Nasenlöcher, der muss ich gar nicht in die Nase putzen. Die Rotze läuft von alleine raus, ey. Das ist so scheiße. Was ist das für ein Spiel? Was tue ich hier? Hoffentlich sieht mich keiner. Oh mein Gott! Ja, nehme ich die, komm. Kumpel. Was für ein Schaden. Hautfarbe. Komm. Komm, komm, mach ich den. Komm, ich mach den Baumwollfeldpflücker. Ich mach den Baumwollfeldpflücker, ey. Wo haben wir auch den Adibart? Ja, komm, das ist, kann ich den hochschieben? Ach komm, das ist doch kacke jetzt. Ich möchte den Adibart. Ach komm, ihr seid doch alle scheiße. Obwohl, Adi würde so einen Baumwollpflücker, glaube ich, gar nicht tolerieren. Mein Gott, ey, sieht das scheiße aus. Was ist das eigentlich für ein Kackbad hier unten? Ah, so, also. Baumwollpflücker confirmed. Los geht's.
Held, Baumwollpflücker. Ja, Mai, Mai. Das ist Baumwollpflücker. Das ist mein Held. Depp der Nachbarschaft. Ja, willkommen, Baumwollpflücker. Ja. Ah, der muss auf jeden Fall schnell rennen können. Baumwollfelder sind groß. Gut, siehst du aus, aber kein Kostüm, keine Gadgets, keine Superkräfte? Na, dann lassen wir mal erstmal Daten sprechen. Ja, easy. So, Baumwollpflücker. Die Nachbarschaft braucht deine Hilfe, ganz bestimmt. Klick auf die Missionsübersicht. Was? Ist Baumwolle ausgegangen oder was? Hallo? Ist die Baumwolle ausgegangen? Zu Hause in. Am. Ver. Na. Was? Hallo? Könnt ihr mal gescheite Namen ausdenken, ey? Also wirklich, Baumwollpflücker ist in einer gehobenen Zivilisation. Was soll das? Früher ein Vorort wie aus dem Bilderbuch haben sich in den letzten Monaten. Haben sich in den letzten Monaten Störenfriede und Irre in Upfordingdale eingeschlichen. Das ist so scheiße, dieses Spiel. Man munkelt, jemand will die Grundstückpreise senken. Du hast dich entschlossen, in. Ja, dann kann er da zumindest leben. Also dann reicht sein Geld zumindest. Du hast dich entschlossen, in diesem Viertel aufzuräumen und seinen einstigen Glanz wiederherzustellen. Entschuldigung. Entschuldigung. Und mit so trotzdem im Hals stecken geblieben. Aber wo fängst du an? Ja, weiß ich nicht. Da! Klick auf den Stern und starte deine erste Mission. Schau dir in der Nachbarschaft nach Störungen um, die es dort geben sollte. Störung? Dann fange ich mal bei mir an. Ich glaube, ich bin die größte Störung. Schau dich um. Dauern eine bestimmte Zeit. Mit Donuts verkürzt du die Wartezeit. Ja, erstmal Donuts fressen. Ja, lecker, lecker, lecker. Irgendwie arbeiten oder so. Der könnte auch Baumwoll pflücken gehen, aber nee, erstmal Donuts fressen. Das ist gut. Bist du zumindest dick, Alter. Muss nur aufpassen, dann rennst du vielleicht nicht mehr so schnell. Kommst nicht mehr vernünftig über die Baumwollfelder drüber. Irgendetwas stimmt nicht. Die Nachbarschaft wird von gruseligen. Gruseligen. Ja, von gruseligen Typen. Leute, ich hab's drauf. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Heldentat vollbracht. Donge, 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 donge. Die gewonnene Erfahrung erlaubt dir, höhere Spielstufen und einen besseren Ruf zu erreichen. Natürlich kommt auch etwas Kleingeld bei rum. Wow. Wow, 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 wow. Die Musik ist mir zu laut. Hilfe. Das dröhnt mir meine Ohren weg. Oh, jetzt bin ich Depp des Viertels. Das ist ja super. Ja, super. Ja, super. Ich dachte, ich bin Baumwollpflücker des Viertels. Was soll das? Was soll das? Ich fühle mich wahr. Es sieht so scheiße aus. Oh. Du hast zwei Fähigkeitspunkte. Entschuldigung. Super, du hast zwei Fähigkeitspunkte erlangt. Verteile sie jetzt. Was ist denn das? Kraft. Kraft. Hallo. His name is John Baumwollpflücker. Kondition. Ja, Kondition braucht er, wie schon gesagt. Baumwollfelder sind echt groß. Aber viel Kraft, um sie rauszureißen, braucht er eigentlich nicht, oder? Ich weiß nicht. Grips. Ne, Grips haben die Schwarzen sowieso nicht. Intuition. Ja, Kollege, jetzt definier mir mal Intuition. Ja, lass lieber. Wird sowieso grausam. Also, wir setzen auf jeden Fall mal auf die Kondition. Das kann auf jeden Fall was bringen. Und, ja, Grips hat er wie gesagt nicht. Kraft. Ja, durchschlagen müssen sie sich eigentlich schon in ihrer Zivilisation. Die haben ja. Machen wir mal, machen wir mal. Klasse, deine Fähigkeiten haben sich verbessert. Damit stehst du im Kampf nun besser da. Im Übrigen kannst du Fähigkeitspunkte auch direkt für Mützen kaufen. Der kann sich gar nichts kaufen, der hat doch überhaupt kein Geld. War was anderes. Wie siehst du eigentlich aus? Bist du so auf die Straße gelaufen? Ja, und überfahren. Secondhand. Secondhand Shop, ja. Guck mal, ich hack dir eine Hand ab, dann bist du hier auch willkommen. Zieh einen Gegenstand auf das Au und zieh einen Gegenstand auf das aufleuchtende Feld, um ihn zu kaufen und anzulegen. Waffen anlegen! Salat! Flipflops. Flipflops des Einschneidens. Einschneiden. Euer Ernst? Viel zu kurzer Bademantel. Wäscheleine aus Schnur. Hallo, ich hab die Wäscheleine aus Schnur. Wie viel Geld habe ich eigentlich?
Ah, das bringt mir zwei Grips und eine Intuition. Das passt doch gar nicht zu dir, Schwarzer. Drei Kraft, vier Kraft, 15 Kraft. Wow, das kostet einen Donut. Iss ihn lieber. Iss ihn lieber. Dann, das ist eine Steckerleiste, was zum Henker. Hoffentlich packst du rein, ey. Irgendwie nur halbfertige Gurkenmaske. Läuft. Aber ein Kraft und vier Konditionen, das könnte dir auf dem Baumwollfeld nützen. Schimmeliger Duschvorhang. Haartrockner des vorsichtigen Pustens. Handy des klingelnden Klingeltons. Hallo? Baumwollfeldleitung hier. An ihm. Smaragdgrüner Bademantel. Intuition. Grips und Intuition. Ja, also ich glaube, ich nehme hier die Steckerleiste des Todes. Ich nehme die Steckerleiste des Todes, Alter. Kann ich mir die kaufen? Wo muss ich die hin? Ah, da. Steckerleiste des Todes. Kein Held ohne Kostüm und Spezialwerkzeug zusammen. Ich kann nicht so gut lesen, Leute. Tut mir leid. Zugegeben, dein Look ist verbesserungswürdig, aber ein Anfang. Angelegte Gegenstände verbessern übrigens auch deine Fähigkeiten. Du solltest hier also regelmäßig vorbeischauen. Kauf doch gerne noch etwas ein. Ja, das sagen sie alle immer. Das sagen sie alle immer. Kauf doch gerne noch etwas ein. Nachher bist du pleite, aber das ist uns ja egal. Oh, was ist denn hier? Duell, Duell. Hat sich gerade angehört, als hätte einer geschissen. Ah, diese Geräusche. Der ist ja voll Boss, ey. Voll der Boss-Baumwollpflücker. Wo könnt ihr euch mal irgendwie bessere Geräusche leisten? Wie wäre das? Wow, ich habe 26 Schaden. What the fuck? Das war knapp. Ja, kann man so sagen. Gut gemacht. Um noch stärkere Gegner zu besiegen, solltest du deine Fähigkeiten ständig verbessern. Das geht mit Fähigkeitspunkten, Gegenständen oder durch Training. Was denn? Übers Baumwollfeld rennen und die Dinger rausziehen ist genug Training. Was willst du eigentlich? Für den Sieg bekommst du übrigens Ehrenpunkte, durch die du in der Spielerrangliste aufsteigst. Alter, diese Musik, das geht gar nicht. Bravo, du hast das Tutorial abgeschlossen. Unsere Welt braucht mehr Helden wie dich. Achte fortan auf das rote Ausrufezeichen. Es zeigt dir, was es als nächstes zu tun gibt. Hier gibt es noch ein kleines Geschenk für deine Heldenkarriere. Ein bisschen was zum Fressen, damit ich ganz groß und fett werde. Und 25% Missionsbooster. Das ist sehr schön. Ja. Deine Heldentaten. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Was willst du? Beende das Tutorial. Fertig. Ha! Ich bin gut. Das zweite Mal! Ich hatte noch gar nicht mein erstes Mal. Was soll das? Jetzt bin ich schon das zweite Mal im Bett. Bestreite deine zweite Mission. Und wie? Schwing deinen Mauszeiger auf das Telefon. Such dir eine der drei Missionen aus. Vergleiche sie vorher. Denn nicht nur die Aufgaben, sondern auch die Belohnungen sind unterschiedlich. Jawohl, Sir! Ich hebe meine Hand. Ich hebe meine Hand. Oh, hier gibt's Kämpfen. Kämpfen, damit er in den schwarzen Hierarchie aufsteigt. Zeitmission. 2 Minuten und 2 Energie. Ich brauche Energie. Leroy. Leroy, nein. Ich soll mit meinen Nachbarn plaudern, Alter. Ich hab doch gar keine Zeit. Der Postbote kann seine Runde nicht beenden, da er den Motor seines Postautos abgewürgt hat. Gib ihm Starthilfe. Ja, also erstmal die Hose runterlassen, würde ich sagen, ne? Aber wie kann man auch so dumm sein und sein... Na gut, er heißt Leroy, ja. Aber wie kann man so dumm sein und seinen Motor abwürgen? Alter, bist du dumm oder was?